Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Bioshock Infinite. Und wir gehen auch gleich auf Fortsetzen. So, ich hoffe, ich habe bis hierhin gespielt letztes Mal. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo wir waren. Auf jeden Fall gucken wir erstmal hier in das rein. Das habe ich auswendig schon angeguckt. Aber dann habe ich gemerkt, das haben wir ja noch gar nicht zusammen angeguckt. Und drum gucken wir uns das jetzt zusammen nochmal an. So oft, wie ich jetzt geguckt habe, gucken wir uns das jetzt an. So, da steht Solving the Irish Problem. Ja. Ah ja, betrunken ist ja fantastisch. Seht den... Alter, es geht so schnell weg, das kann man sich gar nicht so schnell angucken. Gebärmaschine, Alter, das ist ja wie vor 70 Jahren. Da gab es ja auch den Begriff Gebärmaschine. Work. Sie werden arbeiten, heißt es. Okay. Ist ja spannend. Kommt mir alles so vor wie damals im Dritten Reich hier, aber vor allem mit dem Begriff Gebärmaschine und Work. So nach dem Motto, Arbeit macht frei, oder wie? Soll das hier das Motto in dem Spiel sein, oder hier... In Columbia. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Hey, Polizist, wie geht's denn so? Na, dann antworte halt nicht. So, hier müssen wir jetzt, glaube ich, durch. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Nee, hast du auch nicht. Lauf halt nicht immer durch die ganze Hundekacke, die auf dem Boden liegt. Schnee. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja, das ist auch wieder wahr. First Ladies Aerodrom. Na, sowas ist ja interessant. Man wird ja bestimmt gleich auf die First Lady hier treffen. Sarkozys Frau. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Alter, hast du ein Problem? Hot Dogs. Ein Mülleimer, den wir durchsuchen können. Interessant. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Aha, ein ganz feiner Mensch möchte also Sauerkraut essen. Jetzt erinnere ich mich gerade, war das bei South Park mit dem Sauerkrautlied von Cartman? Ich esse gerne Sauerkraut, 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 ich esse gerne Sauerkraut. Bedarf? Fangmünze. Okay, hier. Gut. Das ist ja cool. Finde ich aber nett, dass die uns das Geld schenkt, was sie findet. Okay. Ach so, amerikanische Flagge, natürlich. Warum auch nicht? Den Schreibtisch hier können wir leider nicht durchsuchen. Aber den hier. Und wir finden nichts. Warum sollte man auch was finden? Da ist auch nichts drin, ist ja super. Oh, Verzeihung. Ist was, Kumpel? Nee, da ist Elisabeth schon schöner. Kann ich denn das Geld aus der Mütze klauen? Leider nicht, schade. Das macht man ja so bei Straßenmusikanten, die spielen, damit man sich das Geld nimmt. Ich weiß nicht. Ich vermute, er hat... Na, Schnuckiputz? Na, wie geht's denn so? Klar. Hast du übrigens ein hübsches Kleidchen heute an und hübsche Stiefel? Uiuiuiuiui. Glocke läuten. Hey. Hey. Hey! Entschuldigung! Hey, Kumpel! Hey, du Penner! Hallo? Hallöchen! Hallo! Hier bin ich! Warum klingeln Sie nicht? Ja, ist eine gute Idee. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich.
Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Mhm. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit. Waffe für den ziehen, Zugriff. Tickets anfordern. Bleib, wo du bist! Was soll denn das? Stopp sie! Gehen Sie weg von mir! Stirb, du Penner! Jetzt hab ich die Schnauze voll hier! Immer diese Warterei ist ja unglaublich! Weg von mir! Lass mich raus! Elizabeth! Ich will bleib mir vor bleib! Alter, was soll denn das? Elisabeth, bleib doch hier! Plackt in den Schädel ein! Wo seid ihr? Ach du Scheiße! Wahrscheinlich wär's. Shit, Alter! Was zum. Öffne die Tür, allerdings, deine Feinde allerdings auch. Boah, zum Kotzen. Was war jetzt los? Verstecken ist. Na, du Penner! Elizabeth! Ach, da haut die einfach ab, ist ja unglaublich. Jetzt darf ich die schon wieder suchen. Ich wollte doch bloß ein verkacktes Ticket haben. Aber wenn der Bastard mir das Ticket nicht gibt. Ah, Schrotflinte. Wie jetzt? Ich hab das. Wieso wirft denn der das Maschinengewehr weg? Ja, das ist ja jetzt nicht so cool. Ich dachte, man kann hier wieder mehrere Waffen haben. Ja, das ist ja jetzt doof. Menno. Da gibt er mir auch einfach nicht das Ticket. Naja, dann werden wir jetzt mal Elizabeth suchen. Oder Elizabeth. Maschinengewehr Voxophon. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Na, ist ja unglaublich. Ah, noch unglaublicher finde ich, dass Elizabeth einfach wegrennt. Nein, nicht das! Alter, ich will's abbrechen! Na, dann eben nicht. Wenn ich da drüber lauf. Ach Mann, und mein PC, der muckt schon wieder rum, ey. Das ist unglaublich. Wo ist sie? Elizabeth? Ach, na toll. Schockjockey. Ah ja. Er ist ja super. Aber jedenfalls, wenigstens kriegt man die Infusion, die wir vorhin gesehen haben. Ich habe die Schrotflinte noch gar nicht benutzt. Ich habe sie zwar eingesammelt, aber noch nicht benutzt. Infusion. Gesundheit. Perfekt. Ja, finde ich auch. Perfekt. Okay, hier kann man sonst nichts weiter durchsuchen. Ups. Ein Mülleimer! Nee, Mülltonne! Alter Schwede, was ist das denn? Wo geht's denn hier hinten noch hin? In die Putzkammer! Wusste ich's doch. Oder besser gesagt, Abstellkammer oder was auch immer das hier ist. Ist auf jeden Fall sehr einladend. Im Werkzeugkasten eine Zuckerwatte.
Unglaublich. Ah, Silberigels. La 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 la. Dose Bohnen essen. Munition für Maschinengewehr nehmen. Nehmen wir natürlich gerne mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Aber keine Krankheiten, die wir, alle Krankheiten, die wir kriegen können, das brauche ich nicht unbedingt. Na super, jetzt habe ich mich schon wieder besoffen. Voxophon! Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Bleib einfach, wo du bist! Wer hat das gesagt? Zeig dich! Dann bin ich dir die... Hey, komm zurück! Wer redet denn da? Wieso habe ich jetzt nicht gesehen, was in der Mülltonne drin ist? Lass Elisabeth in Ruhe! Scheiße, wo ist die denn jetzt? Aha, nichts. Da ist sie ja. Ach, dann... Was ist denn los, Elisabeth? Willst du einen Bitch-Slap auf den Arsch, oder was? Ach, Frauen, unglaublich. So ein Schnucki putzt und jetzt weint sie. Jetzt habe ich sie zum Weinen gebracht. Dabei wollte ich doch nur die Tickets haben. Aber ich habe auch so gekriegt, was ich wollte. Ja. Achso, ich wollte mal gucken, ob da auf der Bank da hinten was liegt. Auf der hier liegt nichts. Hier hinten auf der Bank. Ach, schau an, haben wir eine Tasche vergessen. Nehmen wir gerne alles mit und dann würde ich mal sagen, fahren wir dann jetzt hier mit dem Dingens los. Ach, armes Mädchen. Höre doch auf zu weinen.